Der Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 1 bis 8. Johannesevangelium Kapitel 12, 1 bis 8. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet: Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Jesus kam eine Woche vor dem großen Passafest nach Bethanien zurück, dort, wo er kurze Zeit vorher Lazarus wiedererweckt hat zum Leben. Und dementsprechend wird er mit großen Ehren empfangen. Es wird ein großes Festmahl bereitet. Wir haben es gelesen, Lazarus ist auch unter den Gästen. Also wir könnten sagen, es ist sowas wie eine zweite Geburtstagsfeier von Lazarus. Und es war durchaus üblich auf solchen großen Festen dann, dass man sich salbte, dass man Parfüme und Öle auftrug. Es ging um die Erfrischung und es ging um den guten Geruch. Damals gab es noch keine Duschen, noch keine Klimaanlage. Also da waren solche Parfüme, solche Öle eine gute Sache. Aber die waren irgendwie auch Luxusgüter. Und es wäre tatsächlich verständlich gewesen, wenn jetzt Maria Jesus zu Ehren dieses kostbare Nardenöl genommen hätte und mit ein paar Tropfen davon sein Haupt gesalbt hätte. Das wäre angemessen gewesen, das wäre schön gewesen. Alle hätten das wohlgeheißen. Und wahrscheinlich hat sie auch das Haupt von Jesus gesalbt. Das wird in diesen Parallelberichten in Markus und Matthäus deutlich. Aber sie hat nicht nur ein paar Tropfen genommen, sondern sie hat dieses ganze teure Gefäß zerbrochen. Also es gab da keinen Weg zurück, das Öl lief aus und sie hat, und darauf legt Johannes eben hier den besonderen Schwerpunkt, seine Füße gesalbt. Und das ist dann der Moment, wo Judas die Hutschnur platzt. Und den anderen Jüngern übrigens auch. Ja, das wird bloß nicht hier dazu geschrieben. Und das ist der Moment, wo Jesus anfängt von seiner Beerdigung zu sprechen. Also die Geburtstagsfeier wird zu einem Leichenschmaus. Ja, die Feier des Lebens wird zu einer Totenfeier. Und ihr könnt euch vorstellen, das war wie so eine kalte Dusche für die Gäste. Eben gerade wurde noch schön gefeiert und jetzt das. Kapitel 12, das Kapitel, was wir heute beginnen, das ist das letzte Kapitel vor der Passion. Also hier gibt es sozusagen so einen gewissen Break dann im Johannesevangelium. Und in diesem Kapitel 12 wird nochmal zusammengefasst, wie reagierten jetzt die Leute auf Jesus, auf das, was von Kapitel 1 bis Kapitel 11 passiert ist. Diese 7 Zeichen bis zur Auferweckung des Lazarus. Wie reagierten sie? Da haben wir die Pharisäer und Schriftgelehrten, mehrheitlich haben sie Jesus abgelehnt, sie hassten ihn immer mehr. Okay, das ist wirklich sehr schlecht. Dann haben wir das Volk, wird gleich danach berichtet, sie empfingen Jesus stürmisch. Sie priesen ihn als den, der da kommt im Namen des Herrn. Ist schon besser, allerdings war es dasselbe Volk, was nachher gefordert hat, kreuzige ihn.
Dann wird dort berichtet, dass sogar einige von den Pharisäern und Schriftgelehrten ihm heimlich nachfolgten. Aber sie hätten es sich nicht gewagt, wirklich offen darüber zu reden. Das ist schon ein bisschen besser, ja. Dann wird dort berichtet, dass sogar Griechen kamen, also Ausländer, und Interesse an Jesus hatten. Und dann wird dort die Geschichte von Maria berichtet. Und bei Maria könnte man jetzt denken, okay, gut, diese Pharisäer und all das, was wir hier bisher noch hatten, das ist alles noch nicht ganz das Wahre, aber Maria, die scheint irgendwie auf der anderen Seite des Pferdes runterzufallen. In der die Art und Weise, wie sie Jesus verehrt, das scheint eine fanatische Verehrung zu sein, die über das Ziel hinausging. Ich meine, würdet ihr jemand, selbst dem, den ihr am liebsten mögt, den ihr liebt, würdet ihr dieser Person eine Flasche Wein schenken im Wert eures Jahreseinkommens? Ich weiß nicht, was euer Jahreseinkommen ist, 20.000, 40.000, 60.000. Würdet ihr das machen, eine Flasche Wein jemand zum Geburtstag schenken im Wert von eurem Jahreseinkommen oder eine Flasche Parfüm, ist ja egal. Also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann den Unterschied zwischen einer Flasche Wein, wahrscheinlich könnte ich es nicht, zwischen 500 Euro oder 5.000 Euro könnte ich nicht schmecken. Ich kann ja noch nicht mal den Unterschied zwischen einer Flasche Wein zwischen 15 Euro und 55 Euro schmecken. Gibt es welche, die das können? Aber egal, selbst wenn man das könnte, würde nicht jeder sagen, okay, bei aller Liebe, das geht doch zu weit. Das ist doch fanatisch. Das ist doch Wahnsinn. Ja, Judas war der, der Jesus verriet. Ja, Judas war ein Dieb, okay, aber sein Einwand von der Sache her, der war doch richtig, oder? Das war Fanatismus. Und das ist unser Thema heute. Wie viel Hingabe zu Jesus ist angemessen? Wie viel Hingabe zu Jesus ist angemessen? Mein erster Punkt lautet, unangemessene Liebe, Fragezeichen. Fangen wir mal von Anfang an. Was macht sie? Johannes hebt die Füße hervor. Sie salbt seine Füße. Wisst ihr, es gab damals ein Gesetz, eine Verordnung von weisen Rabbis erlassen. Die haben gesagt, wenn es so weit kommt, dass sich ein Jude versklaven muss, weil er seine Schulden nicht mehr bezahlen kann und so weiter, er muss dann sozusagen in einen Arbeitsdienst gehen, er wird zum Sklaven. Es ist nicht so eine Art Sklave, wie wir das jetzt so aus den letzten Jahrhunderten kennen, sondern eben so ein Arbeitsdienst. Dann, aber er ist Sklave, dann gab es eine Verordnung, der soll dann trotzdem nicht so weit erniedrigt werden, dass er die Füße reinigen muss von seinen Herren. Das war sozusagen die aller niedrigste Arbeit für die aller niedrigsten Sklaven. Also es war eine sklavische Unterwerfung. Wisst ihr, die Jünger, so jemand wie Thomas, hat kurz vorher gesagt, okay, Jesus, du gehst zurück nach Bethanien, ich gehe mit dir, wir gehen mit dir und dann werden wir mit dir sterben. Die waren bereit, mit Jesus zu sterben. Petrus hat gesagt, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Aber das, die Füße zu reinigen, selbst die Füße von ihrem Meister, wir sehen es im nächsten Kapitel dann, das war unter ihrer Würde. Unter ihrer Würde. Und Maria sagt, das ist mir alles egal. Ich will Jesus ehren. Egal, was andere über mich denken. Nichts ist unter meiner Würde für Jesus. Nichts ist unter meiner Würde für Jesus. Das war die Aufgabe ihres Stolzes, die Aufgabe jeglichen Stolzes. Und dann geht es noch weiter. Ja, das ist dieses Parfüm, was eben den Wert von 300 Denaren hat. Ein herkömmliches Salböl hatte vielleicht den Wert von 10 Denaren. Das war auch schon teuer. Ja? 300 Denare, ein Jahreslohn ist das. Also entweder war die Familie sehr reich oder, und das ist wahrscheinlicher, diese Flasche kostbaren Öls war sowas wie eine finanzielle Absicherung. Maria zerbrach sie, ganz und gar. Was sie damit sagte, war, mein Reichtum, alles was ich habe, gebe ich dir. Alles gehört dir. Und sie zerbrach diese Flasche mit Freuden. Alles, was ich habe, gebe ich mit Freuden für dich. Aufgabe ihres Stolzes,
Hingabe ihres Reichtums. Und es geht noch weiter. Nämlich, sie fängt dann an, seine Füße zu trocknen mit ihren Haaren. Also damals war es so, dass man seine Haare nicht zeigte. Haare wurden zusammengesteckt, Haare wurden wahrscheinlich sogar oftmals bedeckt. Und wenn man sein Haar in der Öffentlichkeit zeigte, dann war das erstens entehrend und zweitens war das fast schon sexuell anzüglich. Also eine Frau öffnete ihre Haare im engsten Familienkreis. Ja? Das war ein Zeichen großer Vertraulichkeit und Intimität. Nun öffnet hier Maria ihre Haare, um dieses überschüssige Salböl von den Füßen zu trocknen. Also das war nicht sexuell anzüglich, das hat keiner so verstanden. Der Vorwurf wurde ja auch nicht gemacht. Es war ein Zeichen ihrer kompletten Hingabe. Es war die Übergabe ihres Lebens, Aufgabe ihres Stolzes, die Hingabe ihres Reichtums, die Übergabe ihres Lebens. Ging das zu weit? Was Maria zum Ausdruck brachte, war folgende Erkenntnis. Er schuldet mir nichts, aber ich schulde ihm alles. Er schuldet mir nichts, Gott schuldet mir nichts, ich schulde ihm alles. Klar, ich sag mal, als gute Bibelleser, als Christen, stehen wir immer auf der Seite von Maria. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Ne? Wir stehen auf der Seite von Maria. Aber können wir wirklich Maria hier zustimmen? Gott schuldet mir nichts und ich schulde ihm alles. Gott schuldet mir kein schönes Leben. Im Gegenteil, ich bin bereit, alles zu tun, alles zu geben, alles auf mich zu nehmen für ihn. Wie ist das, wenn ihr Enttäuschung erfahrt? Leid. Dann bleibt es oftmals nicht bei Enttäuschung. Ich bin enttäuscht, dass es eben nicht so ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Oder es ist ein Leid und das ist echt hart für mich. Es bleibt nicht bei dieser Enttäuschung, sondern diese Enttäuschung wird ganz oft zur Selbstgerechtigkeit. Wie meine ich das? Wir sagen dann eben, warum ich? Womit habe ich das verdient? Das ist Selbstgerechtigkeit. Ich habe was Besseres verdient, oder? Wenn es wirklich einen Gott gibt, so sagen viele, ja, dann sollte es mir besser gehen. Wenn Gott mich wirklich liebt, warum erlebe ich dann dieses Leid? Wenn Gott ein gnädiger, barmherziger Gott ist, warum erhört er meine Bitten nicht? Kann es Jesus wirklich wollen, dass ich in solche Anfechtung gerate? Kann es Jesus wirklich wollen, dass ich diese Kämpfe gegen Sünde auszustehen habe? Dass ich Spott und Verachtung für ihn erfahre? Und dann kommen wir ganz schnell dahin, ja, es gibt doch wahrscheinlich Grenzen der Hingabe, Grenzen der Liebe zu Jesus. Wir wollen doch nicht fanatisch sein. Christen müssen doch vernünftig sein, auch in ihrem Glauben. Christen müssen angemessen sein in ihrer Hingabe. Wir können doch nicht wie unvernünftige Kinder sein, wir können doch nicht wie verliebte, pubertäre Jugendliche sein. Nun, Maria hat erkannt, du schuldest mir nichts, ich schulde dir alles. Und sie hat noch was erkannt. Du schuldest mir nichts, aber du gibst mir alles. Also Maria hat nicht die Vernunft oder jede Verhältnismäßigkeit verloren. Im Gegenteil, das Öl und diese Salbung, die waren angemessen. Sie waren ein Zeichen für den unvorstellbaren Wert des Todes Jesu. Unvorstellbarer Wert, Ausrufezeichen, das ist mein zweiter Punkt. Da sprach Jesus, lass sie in Ruhe, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt.
Also was, wie deutet Jesus das? Jesus verstand diese Salbung als eine vorweggenommene Leichensalbung. Als eine vorweggenommene Vorbereitung seines Begräbnisses. Ja? Es war damals üblich, dass man eine Leiche salbte. Das war natürlich ein Akt der Ehrung, ja, der Liebe, der Zuneigung zu der Person, die gestorben ist. Aber es war auch ein Zeichen des Glaubens an die Auferstehung. Deshalb salbte man Leichen. Dieser Satz ist ein bisschen schwer zu übersetzen, wie er jetzt genau formuliert werden soll, aber ungefähr so können wir ihn verstehen. Maria hat das Öl aufbewahrt, diesen Schatz, den sie hatte, um mich auf den Tag meines Begräbnisses vorzubereiten. Nun Erinnerung. Lazarus aus dem Grab zu holen, das bedeutete für Jesus, sein eigenes Grab zu schaufeln. Das war ihm völlig klar. Wenn ich Lazarus aus dem Grab raushole, dann werden sie mich vernichten wollen. Das ist der letzte Schritt. Das war Jesus klar. Er ist trotzdem gekommen. Und es war Maria scheinbar auch klar. Maria war eine, die im Gegensatz zu vielen anderen, auch zu den Jüngern Jesu, wirklich zu Jesu Füßen saß und zuhörte. Sie hat wirklich auf seine Worte geachtet. Sie hat sie verstanden. Und vielleicht war es weniger, dass sie es mit dem Verstand begriff, als mit ihrem Herzen. Jesus wird sein Leben für mich geben. Jesus, der von Gott kommt, wird sein Leben für mich geben. Jesus gibt sich für mich hin. Er schuldet mir nichts, ich schulde ihm alles, aber er gibt mir alles. Und ihre Antwort war, mit Freuden gebe ich dir dieses Parfüm. Mit Freuden gebe ich alles für Jesus. Ja, wie wir das manchmal so schön singen, was ich bin und habe, soll dein eigen sein. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. Hier geht es also um den Wert Jesu, konkret um den Wert seines Todes. Natürlich sollen wir uns um die Armen kümmern, ja, die wir immer um uns haben. Das ist unsere Aufgabe, keine Frage. Aber wisst ihr was, dieser Dienst an den Armen kann nur dann zum Gottesdienst werden, wenn die Grundlage unsere Hingabe zu Jesus ist für seine Hingabe zu uns. Das, was Jesus jetzt im Begriff war zu tun, das war die Motivation für Maria. Versteht ihr? Das Evangelium muss unsere Motivation sein. Das, was uns antreibt. Und wenn uns das Evangelium nicht motiviert und nicht antreibt, dann wird unser Glaube zu Religion. Religion heißt, ich verdiene etwas, denn ich gebe etwas. Ich spende. Ich bete, ich versuche ein guter Mensch zu sein, ich gehe immer zum Gottesdienst und so weiter und so fort. Das ist Religion, das ist kein Glaube. Und ihr merkt, dabei geht es nicht nur um das, was wir tun, sondern es geht um unsere Motivation. Warum tust du das, was du tust? Was ist deine Motivation, Jesus nachzufolgen, etwas für ihn zu tun? Welche Motivation steckte hinter diesem verständlichen Argument? Müsste man das Geld nicht den Armen geben? Ist das nicht Verschwendung? Was ist die Motivation? Was kann es sein? Zum Beispiel kannst du heute hier sitzen, weil es von dir erwartet wird. Es ist eine Art Verpflichtung. Es ist die Tradition deiner Familie. Es ist der Druck dahinter. Ich muss etwas für Gott tun, ich muss Gutes tun, ich muss zum Gottesdienst gehen, das wird von mir erwartet. Deine Motivation könnte auch deine Selbstgerechtigkeit sein. Ich muss Gott und ich muss vor allem mir selbst etwas beweisen. Ich muss mir beweisen, dass ich nicht so schlecht bin, wie ich bin. Ja? Viele Menschen tun viel Gutes, um gegen die Schlechtigkeit in ihrem Leben anzukämpfen. Um zu beweisen, so schlecht bin ich nicht, so wertlos bin ich nicht.
Christen kämpfen verzweifelt mit guten Werken gegen ihre Sünden an. Ich muss doch irgendwie Gott und mir selbst zeigen, dass ich es wert bin. Selbstgerechtigkeit kann deine Motivation sein. Oder einfach nur Stolz. Du kannst sehr, sehr gute Werke tun, um Anerkennung zu bekommen. Du kannst andere Leute in den Himmel loben und wirklich alles für sie tun, um einfach in ihrer Nähe zu sein, um ein bisschen was von dem Ruhm abzubekommen. Ich kenne den Meister, ich kenne den und den. Ich habe ihm schon mal die Hand geschüttelt. Meine Stellung, mein Wert, meine Anerkennung, die Motivation bleibt immer mein Ich. Es geht um mich, nicht um die Armen, nicht um Jesus. Das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Was unterscheidet unsere Motivation wirklich im Kern von der Motivation vom Judas? Den ging es auch nur um sich. Oder anders gefragt, bei aller Zustimmung zu Marias Handeln, was wir ja grundsätzlich haben, teilen wir wirklich ihre Motivation? Was war die Motivation von Maria zu dieser überschwänglichen Liebe, zu ihrer vollständigen Hingabe? Maria erkannte den wahren Wert der Hingabe Jesu. Glaube im Gegensatz zu Religion bedeutet, in der Erkenntnis der eigenen Unwürdigkeit aus Gnade zu empfangen, was Christus für dich getan hat. In der Erkenntnis deiner Unwürdigkeit, in Gnade zu empfangen, was Christus für dich getan hat. Glaube bedeutet, auf diese überfließende Liebe, auf diese bedingungslose Liebe von Jesus mit Liebe zu antworten. Und wenn du nicht an den Punkt kommst oder gekommen bist, wo du wirklich erkennst, Gott schuldet mir nichts und ich schulde ihm alles, dann wirst du ihm nicht uneingeschränkt nachfolgen können. Dann wirst du nicht wirklich verstehen, was er am Kreuz für dich getan hat. Er, der dir nichts schuldet, gibt alles für dich hin, damit du alles bekommst. Dieses alles kannst du nur begreifen, wenn du weißt, Gott schuldet mir nichts, ich schulde ihm alles. Er gibt mir alles. Er, der dir nichts schuldet, nimmt deine Schulden auf sich. Er bezahlt am Kreuz für deine Sünden und er schenkt dir Vergebung und ewiges Leben. Er schenkt dir unendliche Reichtümer. Wir könnten jetzt anfangen, Bilder uns auszudenken und das hilft ja auch manchmal. Ja, was weiß ich, du lädst viele Leute ins Restaurant ein und dann kriegst du mit, ich habe mein Geld vergessen und jemand, den du überhaupt nicht kennst, der springt für dich ein. Er hat halt das Geld, der sagt, komm, ich zahle für dich. Wie dankbar würdest du dieser Person sein? Ja, du könntest noch weiter gehen. Ja, dein Onkel, der dich noch nie gesehen hat, schenkt dir ein Schloss, wo du einziehen kannst. Und du warst gerade wohnungslos. Okay, ja, du kannst alle diese Bilder dir ausdenken, um irgendwie zu errechnen, was hat Gott für dich getan? Der Punkt ist, wir können es nicht berechnen. Wir können es nicht berechnen. Jesus hielt seine Herrlichkeit nicht fest, er achtete nicht seiner Würde, ja, er nahm freiwillig die größtmögliche Entwürdigung am Kreuz auf sich, um dir und mir wahre Würde und die Herrlichkeit eines Gotteskindes zu schenken. Versteht ihr? Es geht nicht darum, Jesus etwas zurückzugeben, Jesus etwas zu bezahlen. Es geht darum, den überfließenden, unendlichen Wert des Opfers Jesu am Kreuz wirklich zu erkennen und wirklich zu empfangen. Darum geht es in dieser Geschichte, dass wir wirklich erkennen, was hat Christus für uns getan. Es bleibt natürlich dabei, Jesus nachzufolgen, kostet uns was. Es kostet uns viel, manchmal viel. Es kostet uns Geld. Es kostet uns manchmal Freundschaften. Es kostet uns Liebe. Manchmal zerbricht die Familie.
Familienangehörige wenden sich von uns ab. Jesus nachzufolgen kostet etwas. Jesus sagt, ja, überschlag die Kosten. Aber wir sollen begreifen, das, was ich hier gebe um Christi Willen, das, was ich hier verliere um Christi Willen, ist nichts gegenüber dem, was ich durch ihn gewinne. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie den Leib. Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Das hat Martin Luther damit besungen. Egal, was es kostet, das, was Jesus uns bringt, ist so viel mehr wert. Es geht hier also nicht um einen Deal, ja? Ich gebe viel, weil ich damit rechne, dass ich noch mehr Reichtum zurückbekomme. Nein, ich gebe gerne viel. Ich gebe mit Freuden mein Leben hin, weil ich weiß, in Christus habe ich alles. Alles, was zählt. Maria hatte durch Jesus einen völlig neuen Maßstab, Werte zu berechnen. Im Lichte aller vernünftigen und frommen und menschlichen Maßstäbe war das, was Maria getan hatte, Fanatismus. Wahnsinn, absolut überzogen. Aber Jesus verteidigt sie. Im Lichte seines Opfers gibt es kein zu viel an Anbetung, an Hingabe. Es geht also nicht um die Frage, was bringt am meisten, was ist am nützlichsten, zum Beispiel für die Armen. Es geht erst recht nicht darum, für Jesu Tod eine Gegenleistung zu erbringen. Ja, dieser Mann, der den Schatz im Acker gefunden hat, was wir heute in der Lesung gehört haben, der hat begriffen, das ist ein Schatz. Und alles, was er hatte, hat er verkauft. Alles hat er hingegeben. Und dann konnte er gerade mal den Acker kaufen. Der Schatz selbst war unbezahlbar. Die Perle war unbezahlbar. Der Tod Jesu für dich, sein Opfer für dich, ist unbezahlbar, ist unvorstellbar wertvoll. Wisst ihr, die Bibel, die gibt uns Einblicke in große Gerichte und große Barmherzigkeit Gottes. Sie gibt uns einen Blick in die Hölle und in den Himmel, um uns irgendwie eine Vorstellung zu geben, wie groß ist die Liebe Jesu, die unser Verstand am Ende doch nicht begreifen kann. Wir können es nicht berechnen. Ich glaube, der Grund, warum der Heilige Geist Maria angetrieben hat, so maßlos und trotzdem völlig angemessen ihre Liebe zu Jesus zu zeigen, ein Grund war, dass wir aufhören, unsere Hingabe zu berechnen, zu überschlagen, zu kalkulieren. Lohnt das? Und wir können aufhören damit oder wir sollen aufhören damit, weil damit wir dadurch, dass wir ein Gefühl, eine Empfindung für den Wert des Opfers Jesu bekommen. Und dass wir so Jesus auch von ganzem Herzen anbeten. Lasst uns ihn jetzt gemeinsam anbeten. Herr Jesus Christus, gerne bestätigen wir diese Wahrheiten. Aber handeln wir danach? Ist der Umgang mit unserem Geld und Gut von unserem Wissen geprägt, dass wir in dir alles haben? Ist unsere Vergebungsbereitschaft von der Erkenntnis geprägt, dass du uns alles vergibst? Ist unsere Liebe wirklich von dem Fakt geprägt, dass es jetzt keine Verdammnis mehr gibt und dass Gott uns mit dir alles geschenkt hat? Herr, wie oft sagen wir uns selbst oder lassen es uns vielleicht auch von anderen einreden, dass wir dir nachfolgen wollen und dass das auch gut und richtig ist, aber dass wir halt die Verhältnisse, die Relation bewahren müssen. Und dann kommen die Gedanken in uns hoch über Sicherheit und Bequemlichkeit. Wir müssen ja vernünftig sein und ausgewogen. Aber Herr, wie wir es hier gesehen haben, in dieser Geschichte, wenn es um unsere Hingabe zu dir geht,
dann bedeutet Ausgewogenheit das Gegenteil von Anbetung. Du sagst uns das sehr deutlich. Du ermahnst uns im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes, dass wir unsere Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das soll nicht unser übertriebener, sondern unser vernünftiger Gottesdienst sein. Wie oft halten wir die Dinge in unserem Leben zurück, Dinge, die wir dir nicht übergeben wollen. Wie oft scheuen wir Spott und Hohn auf uns zu nehmen oder fürchten Dinge, die unter unserer Würde sind, selbst wenn es um dich geht. Herr, und dann sehen wir jetzt hier deine Liebe, die ist bedingungslos, grenzenlos. Du hast uns geliebt, als wir noch deine Feinde waren. Und du liebst uns jetzt, obwohl wir nicht mit entsprechender Liebe auf deine Liebe antworten. Und deshalb bitten wir heute Morgen um dieses eine. Öffne unsere Augen und öffne unser Herz, dass wir den wahren Wert deines Opfers begreifen. Amen.